Es, nicht sie. Schien es nur eine Kopie, eine Puppe. Puppe? Jemand hat sie gemacht? Puppen machen sich nicht in der Regel nicht selbst. Sharon spielt in unserem Kopierprogramm lediglich die Rolle des Versuchskaninchens. Kopier was? Demix halt einfach die Fresse. Wie wär's, wenn du uns über dieses Kopierprogramm mal aufklärst? Aufklärung muss sein. Das Ziel war es, die Erinnerungen des Schlüsselschwertträgers zu duplizieren und so auch seine Kräfte. Wir wollten sie für uns nutzen. Wexen hat das Projekt im Schloss des Infants beaufsichtigt. Aber unsere Bemühungen wurden durch sein unerwartetes Ableben verzögert. Und diese spezielle Kopie, die wir Sharon nannten, hat eine eigene Persönlichkeit entwickelt. Das hat uns überrascht. Falls so etwas je passiert ist, hat es keiner hier je gemeldet. Nicht wahr, Axel? Halt einfach die Fresse, Sykes. Zum Glück kann die Puppe unsere Pläne nicht durchkreuzen, auch wenn sie eigenständig ist. Sie kennt noch immer unser Geheimnis. Wir müssen ihre Leine kürzen oder gar zuziehen. Du meinst doch nicht. Axel? Du bist Attentäter in der Organisation. Du musst es erledigen. Sie ist während deiner Wache entkommen, also wirst du sie einfangen und wieder herbringen. Ein paar Kratzer machen nichts. Es reicht, wenn du sie funktionsfähig zurückbringst. Wie sie über einen Menschen reden oder eher gesagt Puppe, aber trotzdem. Warum wirst du einer Deserteurin wieder einen Platz bei uns geben? Wir sollten sie auslöschen. Deserteurin ist kaum der richtige Begriff für eine kaputte Puppe, die nicht untersucht werden will. Axel, du hast deine Befehle. Wegtreten. Sie zurückbringen, das ist doch Wahnsinn. Die ganze Zeit habe ich mit einer Puppe geredet, verrückt. Demix, sei einfach ruhig. Jeder von dir kann besser arbeiten als du. Also machen die alles sauber, hä? Von wegen. In diesem Spiel weiß man wahrhaftig umso weniger, je niedriger man ist. Man sitzt. Ach ja, welcher Platz ist da? 10, glaube ich. Axel. Diese Befehle waren unumstößlich. Die sind die beiden alleine. Wieso arbeitest du eigentlich nie? Er gibt immer die Befehle. Sharon ist eine von uns. Eine Puppe, eine von uns? Sei nicht albern. Zähl die Sitze. Wann waren wir jemals mehr als 13? Gedisst. Axel, das wirst du jetzt nicht tun. Ich glaube nicht, dass Sharon hier noch sicher ist. Du wirst doch nicht tun, was Samus gesagt hat. Das muss ich, sonst bin ich hier auch nicht mehr sicher. Nun, würdest du dann wenigstens versuchen, ihr diesmal nicht weh zu tun? Das liegt ganz an ihr. Roxas? Sharon ist gefährlich. Inwiefern? Bist du wieder im vollen Besitz deiner Kräfte? Noch nicht. Wie lange weißt du schon über sie Bescheid? Du hast es die ganze Zeit gewusst und von mir geheim gehalten? Jetzt muss er richtig enttäuscht sein von Axel.
Aber das hat er nur gemacht, um ihn zu beschützen. Okay. Mogri. Ja, jetzt muss ich das doch jetzt schmieden können. Jetzt regt es mich jetzt auf, aber richtig. Pandora kann ich mir machen. Außergewöhnliche Fähigkeiten. Soll ich das jetzt beibehalten? Ich weiß jetzt nicht. Ach komm. Wenn ich schon dabei bin, dann kann ich das gleich machen. Ich wollte die ganze Zeit ein neues Schlüsselschwert. Okay, wo ist das denn? Ach ja, was ich machen wollte, war kurz das hier, warte. Hier. Und Autoschutz. Kann man immer gebrauchen. Pandora. Und Abwehr. Ach du heilige Scheiße, sieht das heftig aus. Axel hat zugelassen, dass Shion die Organisation verlässt. Als hätte er gewollt, dass sie geht. Sie soll eine Puppe sein? Mein Spiegelbild? Er redet Unsinn. Ich kann ihm nicht mehr vertrauen. Speichern. Wie viele Tage noch? Noch 4. Der neue Schlüsselschwert, das muss sein. Das hat nicht von mir gehört, aber es ist eine Puppe. Ja, demnächst halt zum Maul. Ziemlich hart am Ende nach Auftritten, aber was soll die Sache ohne Pause? Nimm das hier Rucksack und du hilfst es hier, deine Rolle zu spielen. Ach, ich dachte gerade. Oh, so was passiert, wenn man Adamantin und Computec zusammen schneidet? Sorge für das Adamantin und du suchst nach der Computec Plus Plus. Bring das Ergebnis her, wenn du fertig bist. Okay. Schmieden. Combo Plus meinte er irgendwie, oder? Vielleicht ist das schon neu hier. Sehen wir mal. Adamantit. Achso, Rollenkombo. Ja, da brauche ich Combo Tech. Achso, nein, das war was anderes. Adamantit, 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 Adamantit. Block Bonus. Okay, Autoblock kann ich immer gebrauchen. Raketengleiter. Okay. Wo ist dieses? Okay. Ich mach was, ich mach Autoblock rein. Das hilft dem mehr. Da muss ich nicht immer das drücken. Und sehen wir uns mal die Mission jetzt an, die ich jetzt hier bekommen habe. Ach du Scheiße, Kinemas, das ist echt groß geworden. Ich habe heute einen besonderen Auftrag für dich.
Platziere das Gericht. Stell das Gerät, das wir dir geben, in der Höhle der Lichter. Der Wunder, der nimmt dich auf, Frau. Sie mit Aeromagie. Energie. Achso, okay. Okay. Das Gerät, was wir jetzt gleich platzieren werden, hat eine besondere Bedeutung. Und das Gerät ist auch riesengroß. Ich. Yay. Okay, es gibt ja zwei Abzeichen, habe ich noch gesehen. Da kann ich nicht raus. Geht klar. Dann muss ich in die Höhle. Das hört sich viel, viel besser. Okay, das ist viel, viel besser. Das zieht auch mehr ab. Okay. Wie besiege alle Herzlosen? Ja, er ist erledigt. Okay, hier ist keine Truhe, da auch nicht. Da oben könnte eine sein. Muss ich doch. Jetzt fehlen mir noch zwei. Hier ist es. Okay. Jetzt kommt die Frage. Wo hat er dieses Teil versteckt? Und in seinem Mantel? In seinem Arschloch? In seinem Mund? Ich weiß es nicht. Er hat es aber irgendwie rausgeholt und jetzt hier platziert. Ich frage mich, wozu dieses Ding wohl gut ist. Das wirst du noch erfahren. Jetzt, Herzblut, das sind bestimmt meine Apparat her. Besiege alle Herzlosen. Ja, geht klar. Es wäre viel schlimmer, wenn die Aufgabe jetzt wäre, beschütze das Gerät. Okay, das Teil hat mich jetzt gerade Männer gehauen. Okay, jetzt ist er ganz alleine. Wusste es. Naja, komm, ich hätte lieber Aeromagie hier dabei haben müssen.
Aber der ist sehr sinnvoll zu analysieren, also zu herauszufinden, wie er jetzt tickt. Der springt auch viel schneller, habe ich gerade so gemerkt. Wieso darf ich jetzt nicht mehr ihn treffen? Also wieso kann ich nicht mehr ihn treffen? Ich darf nicht so lange ihn angreifen, sonst fickt er mich aber richtig. Komm. Ich hab ihn doch gleich. Okay, das war knapp. Noch weiter in Angriff, hat er mich jetzt eiskalt getötet. Boah, diese Riesenhände. Und er ist tot. Das neue Schlüsselschwert gefällt mir mehr. So platziert, jetzt bist du froh. Was tue ich da? Arbeite fieberhaft an irgendeinem Apparat. Als hätte ich eine Ahnung davon, wofür die Organisation ihn braucht. Alles ist ein Rätsel, sie haben mir nicht mal was über Shion gesagt. Und ich bin das größte Rätsel, der Idiot, der immer tut, was man ihm sagt. Ja, vielleicht auch nicht. Wo sind die ganzen Abzeichen, verdammt? Wo ist mächtiger Gegner? Und wo? Hier drin oder wie? Schaut ihr nicht gerade, ein mächtiger Gegner ist hier? Naja, egal. Warum tue ich das? Warum gehe ich zurück zum Schloss? Dort wartet nichts auf mich. Wie kann ich weiter für sie arbeiten, wenn sie mich im Dunkeln lassen? Was rede ich denn da? Hierbei geht es nicht um sie oder Shion. Es geht um mich, was auch immer mich bedeutet. Es kommt mir vor, als wäre ich der Einzige, der das nicht weiß. Ist mir noch irgendwas geblieben? Gehöre ich irgendwo hin? Habe ich irgendwelche Freunde, zu denen ich gehöre? Scheiße, jetzt weint er.
Riku? Eure Majestät. Hui, ich war ganz krank vor Sorge. Wo hast du die ganze Zeit gesteckt? Ich wollte herausfinden, wie wir die Dunkelheit in mir besiegen, während wir auf Soras Erwachen warten. Für einen Augenblick hast du ausgesehen wie... Du weißt schon. Mach dir keine Sorgen. Ich weiß allmählich, wie ich die Dunkelheit unter Kontrolle halten kann. Schön zu hören, aber du meintest, Sora sei noch nicht aufgewacht? Ist irgendwas schiefgelaufen? Dass wir seit unserem Kampf beim Schloss des Infalls nicht von der Organisation hören, hat einen Grund. Und der hat nichts damit zu tun, dass wir ihre Reihen stark demiziert haben. Was sie dort mit Sora gemacht haben. Sie wollten nicht nur seine Erinnerungen zerflicken. Sie haben sich auch bemüht, es so schwer wie möglich zu machen, sie wieder zusammenzusetzen. Ich habe mich schon gefragt, warum sie sich so ruhig verhalten haben. Es scheint fast so, als wollten sie Zeit schinden. Genau, sie wollen Soras Erinnerungen. Und das bedeutet, Namine ist nicht die Einzige, die sie einzelnen Teile zusammensetzt. Und solange sie Soras wertvollste Erinnerung haben, die an Kairi, wird Sora nicht erwachen. Dann lasst mich helfen, vielleicht gelingt es mir, die Erinnerung zurückzuholen. Das schaffe ich schon, Miki. Vielleicht könntest du mir dafür einen Gefallen tun. Klar doch, sag mir einfach, was ich tun soll. Ich muss bald einem der Mitglieder der Organisation gegenübertreten. Vielleicht überlebe ich nicht. Und wenn doch, dann womöglich nur, weil ich mich der Dunkelheit übermannt hat. Das bedeutet, du bist der Einzige, der für Sora, Donald und Goofy, das heißt... Der Einzige, der sie führen kann, wenn sie erwachen. Sag das nicht, Riku. Versprich es mir, Miki. Du musst für unsere Freunde da sein. Natürlich, Riku, versprochen. Okay. Tag 355. Ungesagt, ungehört. Mal aufgewacht hier. Das ist alles zu viel. Es geht im nächsten Part weiter, Leute.